Wenn jetzt Saisonende wäre, wären Freiburg und Düsseldorf in der Champions League. Aber ist es ja zum Glück nicht. Die Saison ist gerade erst losgegangen. Hey Chris Custodian, wir werfen einen Blick auf den ersten Spieltag zurück. Ja, Radek Vegas. Und ich weiß nicht, wie viele Spiele du jetzt gesehen hast, aber tatsächlich, ich war am Samstag bei der Konferenz am Start und habe am Sonntag auch noch geschafft, Leipzig gegen Union Berlin anzuschauen. Und die Bundesliga hat richtig Spaß gemacht. Also vor allem gerade im Konferenzrhythmus sind Tore ohne Ende gefallen und das war unter anderem auch eine unserer Prognosen. Aber auf jeden Fall ein Spieltag, der es in sich hatte. Schöne Spiele, viele Tore, interessante Ergebnisse und bei mir ist die Vorfreude jetzt auf die Saison geweckt und darum geht es auch in dem Video, um die Saison. Absolut, und wenn wir auf die Tabelle schauen, führt Dortmund vor Leipzig. Das sind auch zwei Top-Favoriten für diese Saison. Aber dann kommen mit Freiburg und Düsseldorf natürlich zwei Teams, die jetzt hier am ersten Spieltag einen mehr oder weniger überraschenden oder einen überraschend hohen Sieg auch dann noch eingefahren haben. Und die Leverkusener gegen Paderborn haben sich erschreckend schwer getan. Das war auch so eins meiner Highlights an diesem Spieltag, wie geil eigentlich Paderborn gespielt hat. Die haben gegen Leverkusen wirklich puren Offensivfußball gezeigt und Trainer Steffen Baumgart hat er auch gemeint, Fußball ist für ihn halt Kampfsport, Mann gegen Mann und er will Tore schießen und Tore schießt man nur, wenn man halt vorne drauf geht. Und von daher Paderborn jetzt schon für mich eine kleine Überraschung für diese Saison. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die wirklich da in Leverkusen so gut mithalten und auch zwei Tore schießen. Aber im Endeffekt hat Leverkusen dann doch noch gewonnen. Der Baumgart, der hat auch echt Spaß gemacht. An der Seitenlinie hat er richtig Vollgas gegeben. Wie du gerade gesagt hast, also der ist da mit Leidenschaft dabei. Wie die ganzen Jungs von Paderborn hätten einen Punkt verdient gehabt. Aber für die ist das auch, glaube ich, eine ganz coole Standortbestimmung, dass sie gegen eins der Top-Teams in der ersten Bundesliga, gegen den Champions-League-Teilnehmer, mithalten können und Paroli bieten können. Union Berlin, die müssen auch ein bisschen herausfinden, ob sie denn Bundesliga-tauglich sind, hatten natürlich auch mit Leipzig, wie du gerade schon gesagt hast, einen Mitfavoriten um die Bundesliga-Krone als ersten Gegner, relativ undankbar. Und die Fans, ja, wer es gesehen hat, die waren die ersten 15 Minuten ruhig, aus Protest gegen Red Bull Leipzig. Da kommt bei mir dann immer so der Gedanke, hoffentlich spielt Union Berlin nie Champions League, weil dann werden sie eigentlich gegen jedes Team so ein bisschen protestieren können, auch wenn man vielleicht Man City und Arsenal, wie sie alle heißen, nicht unbedingt mit Red Bull Leipzig komplett vergleichen kann. Aber ich glaube, es wäre fair, darüber zu reden. Und ja, sobald sie dann angefangen haben zu jubeln, Leipzig mit dem ersten Tor und mit einem sehr, sehr souveränen Sieg. Und ich weiß nicht, wo du die am Ende siehst. In meiner Saisonprognose waren sie als Bayern-Jäger Nummer 1 auf dem Zettel. Mhm. Hast du wahrscheinlich bei meiner englischen YouTube-Show abgeschaut, weil da habe ich auch gesagt, ich will nicht über Dortmund oder Dortmund oder Bayern reden. Einer von denen wird schon werden, aber ich denke, dass Leipzig auch ganz stark mit Nagelsmann einzuschätzen ist. Auf Beweis YouTube vor ungefähr 4 Wochen. Aber gut, zeig dir nur, wie gut du dich auskennst. Und jetzt habe ich dich am Sack, weil ich es als erstes gesagt habe hier. Aber so ist es halt. Ja, nee, war ich aber auch überrascht, dass sie dann so hoch gewonnen haben gegen die Union, weil ich mir dachte, die werden sich stärker wehren. Und im Endeffekt war jetzt auch nicht abzusehen, wie stark Leipzig schon ist nach dieser mittelmäßigen Vorbereitung. Aber anscheinend für Union hat es dicke gereicht. Unsere Tipps mit Asian Handicap auf Leipzig ist auch eingelaufen. Das andere Asian Handicap auf Wolfsburg wurde in der letzten Minute zerstört, weil Keulen da gemeint hat, sie müssen jetzt doch noch ein sinnloses Tor schießen. Und naja, der Gladbach-Sieg wäre auch im Rahmen des Möglichen gewesen. Aber die Schalker, naja, haben wieder nichts zugelassen. Ja, ich glaube, bei Gladbach gegen Schalke, das war das Duell, wo sich die meisten Fußballfans wahrscheinlich auf die neuen Trainer gefreut haben. Sowohl Wagner als auch Rose gelten als absolute Highlight-Trainer. In dem Spiel können sie, glaube ich, beide mit einem Unentschieden im Nachhinein leben. Ich habe fest damit gerechnet, dass die Borussen das richtig rocken, also dass sie schon 2-3-0 die Schalker wegschießen. Aber Schalke hat sich gut gewehrt und letztendlich einen glücklichen Punkt geholt. Ich glaube, Gladbach hatte die klar besseren Chancen. Aber ich glaube, auch bei Bayern gegen Hertha hatte doch München deutlich mehr Torschüsse.
Ja, das ist interessant, wenn man hier die Statistik anschaut. Bayern, glaube ich, 16 Torschüsse und vor allem interessant ist hier dieser Aktionsverlauf, den man hier anschauen kann. Da ist so gut wie gar nichts von Hertha zu sehen. Und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, zwei Tore zu machen. Und viele haben wahrscheinlich auf Torschütze Luke Bacchio gewettet, aus Spaß oder was, weil der ja letzte Saison mit Düsseldorf drei Tore in der Allianz Arena erzielt hat. Und jetzt trifft er hier schon wieder zum 1-1 und hat als einer von drei Spielern damit vier Tore in der Allianz Arena geschossen. Kennst du die anderen beiden? Einer deiner Bremer ist dabei, ein Schwede, der mal bei Bremen im Sturm gespielt hat. Oh, der Rosenberg, nee. Genau, der hat auch vier Der, Tore in der Allianz der. Arena geschossen. Wow. Hat wahrscheinlich mehr Spiele gebraucht als Luke Bacchio. Und ein dritter, wer war das? Helft mir auf die Sprünge, weiß ich jetzt nicht. Egal, Luke Bacchio, der 20-Millionen-Mann der Hertha, in heutigen Zeiten ein Schnäppchen. Andere haben wieder gesagt, was, 20 Millionen für den? Andererseits, ja, im ersten Spiel hat er ihn vielleicht mit zum Punkt verholfen. Und dann gab es natürlich diesen extrem dummen Elfmeter, der dann zum 2:2 von Robert Lewandowski geführt hat, als Grujic, glaube ich, war es sogar der Torschütze, oder? Ja, steht auch Zum da, Foul, 2:1 Grujic. hat sich, ja genau, hat sich dann seine gute Leistung eigentlich selbst wieder zerstört, hat Lewandowski ein bisschen gezogen und der hat das natürlich dankbar angenommen. Und dann gab es Videobeweis, Elfmeter, Bayern 2:2 mit einem richtig blauen Auge hier aus dem ersten Spieltag rausgegangen. Dann wäre auch nämlich unser Tipp vielleicht in Erfüllung gegangen mit Under 3,5. Ja. Aber gut. Gut war auch der Asian Handicap-Tipp auf Hertha plus 2 hätte eine Zweierquote gegeben. Habe ich Ja. an anderer Stelle getippt, aber jetzt nicht hier. Und Leverkusen gegen Paderborn, die Over 3,5, die waren ja, glaube ich, schon nach Zwei kürzester Minuten. Zeit war das klar, dass das einläuft. Die Mainzer haben uns hängen lassen. Auch Freiburg innerhalb kürzester Zeit hier die Mainzer abgefertigt. Da fielen drei Tore in kürzester Zeit. Ja, und dann Dortmund-Augsburg. Da dachte man erst, die Augsburger mit einem superschnellen Tor von Flo Niederlechner in der ersten Minute, Vor dass da allem die was geht. Augsburger, die so ein bisschen der Chancentod ja eigentlich sind, zumindest die Stürmer, die brauchen unglaublich viele Chancen, um mal einzunetzen. Das ist sowohl bei deinem Kumpel Niederlechner als auch bei deinem Autogrammspieler Finn Bogason und wie sie nicht alle heißen. Also, Da ist er, der Finn. ja, da ist er genau mit Originalautogramm, eins meiner absoluten Highlights in meinem Leben. Kann man. So schlimm ist es auch nicht, oder? Ja, Dass sowas als Highlight absolut durchgeht. Scherz. Nee, da habe ich gedacht, oh, Dortmund, was macht ihr? Macht ihr es genauso beschissen wie die Bremer letztendlich? Aber Dortmund hat sich dann gefangen und souverän gewonnen und Augsburg hat da weitergemacht, wo sie in den Freundschaftsspielen und im DFB-Pokal aufgehört Ja, und haben. letzte Saison, ja, Alcázar, ja, unter Baum Alcázar. zumindest. Aber jetzt unter dem neuen Trainer läuft es anscheinend wieder in die gleiche Richtung. Aber gut, erstes Spiel gegen Dortmund ist jetzt kein richtungsweisendes Spiel. Aber es ist natürlich ein denkbar ungünstiger Gegner so im ersten Spiel. Und ja, fünf Tore ist dann auch ein bisschen zu viel. Und es hätte auch mehr sein können, wenn man sieht, 22 Schüsse, 10 davon aufs Tor. Und ja, Augsburg selber natürlich dementsprechend wenig zustande bekommen. Also, da hat sogar irgendwer gesagt, dass die Dortmunder einfach super krass sind. Ich glaube, das war auch Niederlechner und dass er genau habe ich im Radio gehört, hat er gesagt, ja, er glaubt doch, dass die Meister werden. In der Form, ja, nach dem ersten Spieltag könnte man das sogar so unterschreiben. Dortmund auf jeden Fall besser und stärker sich präsentiert als die Bayern. Aber gut, es sind noch 33 Spieltage. Ich glaube, für die Ansonsten. Bundesliga generell ist immer am spannendsten, wenn Bayern nicht einen Start-Zielsieg hat. Die sind natürlich wieder der haushohe Favorit. Hat auch viele, viele Gründe, die braucht man jetzt nicht alle aufzählen. Aber mich als Fußballfan freut es halt, wenn Bayern den ein oder anderen Punkt liegen lässt. Normalerweise gewinnen sie so ein Spiel dann nochmal 3-2 oder 2-1 und dann haben sie drei Punkte trotz schwachem Spiel. Jetzt und auch in der letzten Saison war es oftmals nicht so. Ich glaube, in der zweiten Runde geht es für Bayern nach Gelsenkirchen, also auch eine gute Standortbestimmung mit dem
Herrn Coutinho. Ich weiß nicht, ob der schon so schnell spielen wird. Ich denke mal schon. Vorstellung war ja heute. Und da können wir uns auf ein packendes Spiel freuen. Tja, das werden wir sehen. Die Schalker sind jetzt nicht für packenden Fußball bekannt. Die Bayern haben sie gegen Hertha jetzt ganz gut gespielt, aber nicht wirklich dann effizient gestalten können. Und ansonsten, ja, alles Weitere werden wir dann in unserer Saisonvorschau oder in unserer Spieltagsvorschau am Mittwoch oder Donnerstag zeigen. Ganz genau. Ja, ansonsten, was Können wir habt ihr nochmal noch kurz für schauen, welche Tipps? Spiele kommen die zweite Woche, damit wir einmal noch den Überblick haben, auf was man sich da so freuen kann. Köln gegen Dortmund ist der Start. Danach geht es weiter mit Mainz, Gladbach, Hoffenheim, Werder. Schweres Programm für die Werderaner. Paderborn, Freiburg. Könnte ein torreiches Spiel werden. Düsseldorf, Leverkusen sowieso. Augsburg, Union. Hört sich nicht so geil an. Schalke Bayern das Topspiel und am Sonntag wird der Spieltag abgeschlossen. Leipzig gegen Frankfurt und Hertha gegen Wolfsburg. Vier Mannschaften, die noch nicht verloren haben bei einem Spieltag. Wow. Ja, dann wird sich einiges ändern. Also, dann bis Donnerstag. Gute Zeit. Servus. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps.